Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Ach, ist das schön, wenn man einfach wieder weiterspielen kann und nicht voll feststeckt und alles nochmal machen muss. Jetzt geht's wieder richtig weiter und ich bin jetzt mal zu Amber gegangen mit dem kleinen Jeb. Denn für die haben wir jetzt ja eine große Überraschung. Die kriegt nämlich jetzt die schicke Kette. Wenn die sich da mal nicht freut. So was Tolles hat die bestimmt noch nie gekriegt. Plus 14. Na, das ist doch mal klasse. Und weil das ja noch nicht genug ist, kriegt die jetzt auch noch den größten Fisch, den wir haben. 200 Gramm, 230. Das ist doch der Burner hier. Denn wir wollen die Leisten eigentlich ganz gerne vollkriegen von den Affis, die wir mögen. Das wäre schön. Plus 7. Da hat die sich auch gefreut. Dann kraulen wir die nochmal. Vielleicht bringt das ja noch was, obwohl ich sie schon öfters gekrault habe. Da freut sie sich, aber mehr auch nicht. Gut. Ich weiß nicht, was ich ihr noch geben könnte. Vielleicht so ein paar wilde Erbsen. Ich weiß aber noch nicht, was ich damit vorhabe. Deswegen behalte ich die lieber gerade nochmal. Kann ich dir einfach so eine Vase schenken? Hier. Vase. Ganz toll. Oh, plus 1. Immerhin. Gut. Dann, ja, da sind jetzt auch unsere Sachen. Gut, dann belassen wir sie da einfach mal. Ich gehe mit ihm hier wieder zurück. Und dann hier hoch. In den anderen, zum anderen Affen. Und der kriegt jetzt dann auch nochmal einen Fischi. Das sind alles Sachen, die kann, da kann Mina sowieso nicht bei sein. Dann kriegst du den anderen Fischi. Nicht der Rede wert Fisch. Okay, gekocht. Ich will halt die anderen Sachen immer noch gerade, also so unseren tollen Tortenkram und so, würde ich lieber noch behalten. Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch Mehl machen könnte. Ob Mehl kann ich mir machen, weil Weizen habe ich noch. Dann hätte ich auch noch. Habe ich Palmöl? Ich habe noch Ahornsirup und ich habe eventuell auch noch Palmöl, weil sie hat noch Kerne. Dann könnte man sich natürlich noch den Kuchen machen. Kuchen könnte man sich auch nochmal machen, aber... Ja gut, dann kriegst du den anderen großen Fisch. Komm mal her. Den kriegst du. Weil du auch ein total netter bist. Plus 6. Und er findet das auch super. Dann kraulen wir den nochmal und dann malt er vielleicht noch ein bisschen. Obwohl er die blaue Farbe noch nicht hat, ist es manchmal so, dass wenn er was gekriegt hat, dann fängt er wieder an zu pinseln. Aber er pinselt nicht mehr. Gut, er kann halt nicht mehr. Wir brauchen... Ich weiß gar nicht, ob das hier schwarze Farbe ist. Ich denke mal schon, weil er das andere auch schon schwarz gemacht hatte vorher. Fehlt halt, wie gesagt, nur noch die blaue. Ach, hier kann man was... Ach ja, hier kann man auch was malen. Selber wahrscheinlich, ne? Vielleicht. Vielleicht mit irgendwas, was schwarz malt. Wie zum Beispiel unsere Kohle damals. Naja. Gut, gehen wir mal erstmal wieder zurück. Und zwar gehen wir jetzt hier runter. Denn jetzt wird's spannend. Es soll nämlich weitergehen mit Mina. Deswegen klettern... Woran denkst du? Ich denk gerade daran, Mina, dass du und ich jetzt endlich dieses olle Terrakotta-Dingens-Symbolrätsel machen können. Vielleicht. Und dafür setzen wir die Dinger jetzt mal hier ein. Ja, das sieht doch schon mal prima aus. Ich weiß zwar nicht, welche wohin gehören. Ach so. Das sind die für die Mitten wahrscheinlich hier. So, und dann kommen jetzt noch die anderen dahin. Jetzt haben wir nämlich alle Förmchen und da kommt schon das iPhone. So. So, die patsche ich jetzt irgendwie wohin, weil... Also es geht jetzt irgendwie so... Laut meiner Erinnerung, dass man, also so sieht das Ganze ganz aus. Hier ist sozusagen die Vorlage, wie, ich weiß nicht, ob das ein Symbol für einen Krebs oder eine Blume oder so sein soll, aber was auch immer es darstellen soll, hier ist ganz und dieses Bild entsteht aus all diesen kleinen Ritzen und Linien und... Ja, ich hätte jetzt gedacht, bevor ich wusste, wie es ging, hätte ich jetzt gedacht, man muss jetzt so nach Reihenfolge gehen, bis man am Ende das Bild hinkriegt oder so. Aber so ist es nicht gedacht, sondern
Wie ihr gerade gesehen habt, konnte ich die hier nur in die Mitte legen. Und das hier sind sozusagen die Vorlagen. Und in der Mitte hier hat man die Bilder, die aus diesen beiden dann entstehen. Also sozusagen wie eine X- und eine Y-Achse. Und dann muss man die Mitte treffen und das Bild dazu suchen. Wie die jetzt hier angeordnet sind, das weiß ich natürlich nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Aber wir können es ja einfach mal versuchen. Vielleicht mit etwas Einfachem, wie das hier in der Mitte. Der hat zwei Linien und der hat halt so ein paar an der Seite. So ein Flügel mit einem Ding. Das könnte der sein zum Beispiel. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Hier haben wir die Linien und hier haben wir das hier oben. Also zusammen würde das das hier ergeben. Dann haben wir hier zweimal den Schweif. Ich tausche die beiden einfach mal eben. So ein Schweif und das Ding. So einem. Der würde hierhin passen. Sehe ich gerade. Ja, ich muss einfach mal gucken. Vielleicht habe ich es ja irgendwann. Hier haben wir so einen Zacken mit so einem. Der passt dahin. Ich schaue einfach mal, welcher wohin passt. Der hat einen ganzen. So wie der hier oben und den an der Seite, also hierhin. Der hier hat die zwei Zipfel. Ah. Hm. Das passt ja auch nicht, der hier, der passt aber dahin. Und der hier passt dann auch hier wiederum hin. Ja, ich weiß mit dem hier gerade immer nicht wohin. Vielleicht. Weil, ja, doch. Nee. Doch, der hier vielleicht. Oh! Oh, ich hab's schon. Juhu! Oh, ich verstehe gar nicht. Diese Stimme, die hat mir ganz schön Angst eingejagt. Und ich habe nichts verstanden, wie immer. Diese Pflanze ist so schnell gewachsen. Vielleicht würde sie weiter wachsen, wenn ich sie woanders hinpflanzen würde. Hey, wir haben doch da hinten das Erde-Dingens. Vielleicht kann man die ja da einpflanzen. Habe ich das jetzt schon? Das ging ja super. Das hat ja super geklappt. Ich habe jetzt echt gedacht, ich hänge hier jetzt ewig. Voll die spannende Musik hier, dieses Ding. Mit Blumenerde gefüllter Behälter. Da soll doch eh irgendwas rein. Wo habe ich es denn jetzt? Hast du den Sprössling jetzt noch oder nicht? Grashalm. Hast du ihn jetzt mitgenommen oder nicht? Ach so, der ist hier drinne, oben im Inventar. Ah! Hier ist ein Grashalm und der wächst jetzt total schnell. Muss ich den jetzt noch vielleicht gießen? Ja! Irre. Das ist ja toll. Oh, und was kriegen wir? Türkisfarbene Flüssigkeit. Hey, vielleicht können wir da mit ja Farbe herstellen. Brauchst bestimmt einen Behälter, ne? Pass auf, nehmen wir gleich den. Juhu. Und kann man sich noch mehr davon... Warum ist jetzt auf einmal hier so gruselige Musik? Nimm dir mal gleich noch... So etwas habe ich schon. Ach, schade, aber die ist doch so schön, die türkisene Farbe. Ist ja mit nebenbei meine Lieblingsfarbe auch. Ist da noch was? Boah, voll spannend. Aber es ist toll, wir haben eine Pflanze und es ist mit einem Rätsel. Und ich freue mich voll, weil als ich damals irgendwie gelesen hatte mit dem Rätsel, dachte ich, das checke ich überhaupt nicht und kriege das bestimmt nicht hin oder so. Aber das hat ja dann doch gut geklappt. Aber ich muss, der soll ja dahin. Ich muss sagen, alleine wäre ich da nicht so drauf gekommen, wie das Rätsel funktioniert. Also es sah für mich vollkommen verwirrend aus. Und deswegen, wie gesagt, ist toll, dass es geklappt hat. So, jetzt geben wir ihm nochmal die Farbe hier. Und die geben wir ihm. Und ich habe den Fehler gemacht im Nachspielen, dass ich zweimal Farbe, die rote und grüne, so reingetan habe. Und erst die weiße habe ich ihm gegeben. Und dann gewinnt man natürlich auch Punkte bei ihm.
Und wenn man die aber selber reintut, die Farbe dann natürlich nicht. Das war, naja. Ah, 20 Punkte. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen und dann, weiß ich auch nicht. Jetzt mal was. Mal die Bilder zu Ende. Toll, endlich blaue Farbe. Aber was ist dann mit dieser blauen Vase? Ja, genau. Hier hast du... Ist ja toll. Das war's? Aha. Da ist die Insel und wir und... Oder ein U-Boot oder ich weiß auch nicht, was die da schwimmt. Das sieht immer noch aus wie ein Luftballon oder ein Vulkan, der langsam ausbricht. Und hier bricht er dann aus. Weiß ich auch nicht hier. Wir müssen dem mal irgendwas jetzt noch mal geben. Damit der sich freuen kann. Vielleicht so eine Blume, aber die hat er damals, glaube ich, nicht angenommen. Ich glaube, da müssen wir ihm den Fisch mal geben. Geben wir ihm nochmal den Fisch. Hier. Ich glaube, dann ist er hochzufrieden. Ja, begeistert und grün. Und jetzt lausen wir dich nochmal und nun... Ja? Du bist doch jetzt total grüni. Der ist total grüni. Können wir denn jetzt auch was malen? Nein. Nix können wir machen. Sagt Mina was dazu? Ich weiß gar nicht. Wie es jetzt weitergeht. Jetzt, wo wir das eigentlich haben, die Bilder haben wir haben die auch ihm an allen, für alle Farben was gegeben. Oder hier fehlt doch noch eine, ne? Kann das sein? Oder wir können selber was malen. Vielleicht können wir selber einen Pinsel uns machen. Oder so. Oder wir finden noch sowas, damit wir auch mitmalen können. Hier, das Rohr vielleicht. Haben wir noch was? Wo ist eigentlich unser... Da ist der Bambus-Dingens. Kann man den schnitzen? Ach so, das kann er ja nicht machen. Dann müssen wir nochmal zu Mina eben. Und Schätzchen? Vielleicht können wir uns irgendwie einen Pinsel basteln. Ja, einen Pinsel basteln. So, Stock. Das geht nicht. Geht alles nicht. Ja, ein Stahlrohr, das wäre auch irgendwie so ein Haken vielleicht. Das beschnitzen? Nee. Irgendwas zusammenkleben, schustern, pinselmäßig, da muss man doch was machen können. Was hat es denn jetzt hier mit auf sich? Also wir haben jetzt unseren Samen gekriegt. Jetzt haben wir unsere Farbe. Und nu? Und nu? Türkisfarbene Flüssigkeit. Nee. Das... Ach, die ist jetzt einfach da drinne. Nee, das machen wir mal lieber so. Nicht, dass wir mit dieser emaillierten Dingensvase noch was anderes machen sollen. Kann man die Farben jetzt vielleicht mischen? Jetzt, wo wir Türkis haben, mit Grün vielleicht. Untereinander irgendwas auch nicht. Und hier, ach so, in der Plastikdings, da war sowas drin gewesen sein. Echt? Ich weiß gar nicht, was wir damals hatten, was wir... Nicht, dass Sachen verbraucht sind. Ich weiß nicht, steht da was? Gefunden in der Tasche des Hubschrauberpiloten. Da kann man doch auch irgendwas reintun, bestimmt. Vielleicht könnte man mit der Plastikhülle die Vögel einsammeln. Ganz, ganz doof gesagt. Und können wir mit der türkisen Farbe hier was da noch reinschütten wieder? Vielleicht? Nein? Na gut. Der spricht ja da oben auch immer. Kann man dann... Was ist hier? Kannst du hier die Wand vielleicht einschlagen? Da ist ja was hinter. Das habe ich... Stahlrohr?
Axt vielleicht? Mit dem Stock gegen? Oder soll da nur was rangemalt werden? Ist da was hinter? Ich verstehe es gerade nicht, was hier sein soll. Kannst du hier einfach mal reinluschen? Ja, was haben wir denn noch? Also Stahlrohr wäre doch eigentlich das... Na gut, jetzt können wir hier das flöten? Nee. Können wir das vielleicht ansägen? Was gibt's denn noch so? Reinkloppen, rausziehen, anmalen. Mit Farbe, mit Parfüm, mit Ahornsirup. Abfackeln den ganzen Laden. Mit Messer, schnitzern. Weiß ich nicht. Das funktioniert auf jeden Fall alles nicht. Mit Sand, irgendwas. Rieseln, Weg finden, Löcher. Plastik, Knochenmark. Der Jepp ist ja auch nicht mehr ganz grün. Aber ich will ihm nicht den Salat geben. Die blauen Früchte wollte ich ihm eigentlich auch nicht geben jetzt. Was kann man denn hier machen an der Wand? Warum ist die da? Das ist ja merkwürdig. Also das ist ja merkwürdig, ne? Da ist was hinter. Kann der Jepp da nicht nochmal vielleicht gucken? Nach dem Ding? Geh mal nach oben. Genau. Kannst du da nicht noch irgendwo hin? Oder was machen? Nee. Ist nichts mehr zu machen hier. Aber du kannst sie auch nicht... Nee. Wenn man da nichts machen kann, dann kann er sie auch nicht flöten oder so. Hier kann man nur einfach wieder runter. Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Ach, das ist ja doof jetzt. Hänge ich hier schon wieder. Hab ich das Rätsel so toll geschafft? Und nun? Habe ich die Farben? Aber irgendwie fehlt uns noch so ein bisschen schwarze Farbe, ne? Schwierig. Ich gehe jetzt mal mit Mina zurück und frage mich, ob ich mit der Plastiktüte die Vögel aufheben kann. Oder er muss das alleine machen. Vielleicht muss er das auch alleine machen. Warte mal, geh mal nach oben, Jepp. Wir gehen mal zu den komischen Vögeln, die da hinten tot rumliegen. Halt tot. Hier, die hier. Nimm mal deine Plastiktüte und dann hebst du dir die auf. Hätte ja klappen können. Schade. Ja. Würmer. Fische habe ich jetzt nicht mehr, leider. Was wollen die? Was wollen die hier von uns? Ein bisschen Wasser nochmal geholt. Da wären auch noch Bienen. Ja, die... Was? Ja, dieses Nest. Ich weiß. Dieses Nest. Vielleicht muss man das Nest holen. Und das hierher bringen oder so. Geht das? Aber da sitzt ja jetzt noch einer drinne. Das ist ja das Irritierende, dass da in dem Nest noch einer drinne ist. Das ist ja wahrscheinlich der Jungvogel. Und das hier sind Mama und Papa. Und deswegen denkt er sich immer, ja, was soll ich machen? Für Amber. Liebe Amber. Möchtest du türkisfarbene Farbe haben? Oder was anderes? Ich will dir aber nicht mein ganzes leckeres Essen geben. Könnte ihr noch Honig geben, aber wir brauchen ja auch noch mal irgendwas. Können ja nicht alles geben.
Kann er eigentlich die Algen essen? Nee. Hier kriegst du mal eine andere Blume. Okay, wir haben genug Weiße. Soll ich sonst mit den Blumen... Ja, Manno! Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich machen kann. Wie merkwürdig. Wie merkwürdig, dass ich hier... Das ist, es wundert mich nicht, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, sondern eher, dass man jetzt so das Rätsel gelöst hat und dann hängt man da doch wieder. Ich dachte, da kommt jetzt dann voll was, aber jetzt haben wir die Pflanze. Es muss doch irgendwie mit dem Affen hier zusammenhängen. Mit dem Farben. Ist doch merkwürdig. Vielleicht kann man irgendwie, wie kann man weiter? Nee, du magst uns doch. Warum kann ich da nicht hin? Warum? Warum darf ich da nicht hin? Wir beide mögen uns doch jetzt. Der lässt uns trotzdem nicht vorbei, obwohl wir dem obwohl wir so gut uns mit dem verstehen. Ja, das gefällt ihm nicht. Voll doof eigentlich. Und der benutzt doch auch irgendwie so einen Halm einfach nur als Pinsel. Warum können wir das nicht machen? Und wenn die Farben fertig sind, dann werde ich jetzt auch nicht schlauer draus. Sonst hätte ich das jetzt so als Rätsel irgendwie gesehen, die Farben. Ja, keine Ahnung. Wie es das nächste Mal weitergeht, das sehen wir ja dann. Und okay, bis dann.